Ja, ich muss hier lang. Ach, ein kleiner Hirsch. Oder Elch. Ich glaube eher, dass es ein Elch ist. Irgendwie hört sich der Ton gerade etwas merkwürdig an, ne? Also dieses Rauschen, dieses... Oh, guck mal, hier gibt's Eisen. Eisen, das schmeißen wir zum Fenster raus. Ich hole mir das einfach mal. Schaden tut's ja nicht. Ich habe ja extra dafür mein Inventar aufgeräumt, damit ich sowas sammeln kann. So. Die Ader ist ausgeschöpft. Da muss ich nicht lang, hier muss ich lang. Oder will ich am Wasser lang gehen? Es ist immer so ein bisschen die Frage. Gehen wir durch den Wald? Da ist es bitter kalt. Oder gehen wir am Strand lang? Ich glaube, wir gehen hier unten den Weg. Wir gehen einfach mal so dran vorbei und hoffen, dass sie uns nicht sehen. Haben uns nicht gesehen. Oh, guck dir das hier mal an. Das hätten wir doch verpasst, wenn ich oben lang gegangen wäre. Ich höre hier schon wieder ein paar Wölfe. Ja, tatsächlich, da sind sie. Aber sie lassen mich in Ruhe. Vielleicht, weil ich weit genug weg bin. Hier ist ein Lager irgendwo in der Nähe. Da oben, da dampft es. Und da auch. Ach du Scheiße! Mich würde es ja nicht wundern, wenn wir hier auch so eine Riesenkrabbe irgendwo finden. Was ist das da? Eine Muschel. Eine Mupfel? Natürlich. Hilfe! Der hat mich geschlagen! So, dich schlage ich zu Brei. Das hat nicht so ganz geklappt. Jetzt ist er tot. Yay! Voll ins Herz. Und dann nochmal durch die Kehle. So. Will mal kurz gucken, was der hat. Der hat Lederschuhe. Der hat eigentlich jetzt nichts Besseres. Außer hier vielleicht den... Stahlharnisch, alles egal. Das Schild. Das nehmen wir auch mal. Autsch! Ich muss mal kurz um die Ecke. Wie heile ich mich denn jetzt am schlauesten? Verschlimmert euer Arkanistenfieber. Es muss doch eins geben. Lebensflusstrank. Oh, festigt 180 für 600 Sekunden. Hat der mich gerade Hurensohn genannt? Weißt du, was ich da mal eben gerade nehme? Irgendwie war der Ton gerade weg. Yay! Alter! Der ist ja gerade weit weggeflogen. Halleluja! Tja, das hast du nun davon. Dann fliegst du einmal quer durch die Map. Dann siehst du mal, wie gut das ist. 9 Groschen. Und Pfeile. Und ein Dietrich. Den Rest kannst du behalten. Mal gucken, was die da oben im Lager so haben. Ich weiß gar nicht, ob da das Arkanistenfieber schlimmer wird, wenn ich da schlafe. Was haben wir denn da?
Weil es ist ja ein gefestigtes Lager, ne? Wenn man es mal so sieht. Magiertrank Standard, Genesungstrank. Festlederharnisch. Hier, Stahlpfeile nehme ich mal. Was haben wir da? Gesellebuch, Gesellenbuch für Fernkampf. Nehmen wir einfach mal mit. Was haben wir denn da in der Truhe? Eine Karotte. Natürlich, die könnte ich mir jetzt in den... Was? Nein, ich sag's nicht. Enderalgroschen 12. Was passiert, wo wenn ich hier schlafe? Ich will das mal gerade probieren. Es ist 7 Uhr abends. Wir schlafen mal 11 Stunden. Ich glaube nämlich, das Arkanistenfieber geht hoch. Nee, das ging tatsächlich nicht hoch. Sonst hätten wir das gehört. Wir sind auf jeden Fall einmal ausgeruht und unser Lebensbalken ist wieder. Und es ist Scheißwetter. Natürlich. Was auch sonst. Aber ich glaube, wir hatten es bis jetzt noch nicht, dass es geregnet hat, oder? Boah, wie grau das jetzt geworden ist. Weißt du, eben gerade noch voll schön und jetzt ist das so grau wie bei Fallout. Was brennt denn hier? Oh mein Gott! Ein Höhlentroll! Natürlich! Höhlentrolle sind nicht gerade schön. Sie sind vor allen Dingen beschissen zu besiegen. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Der heilt sich schneller, als sich meine Mana regeneriert. Warum regeneriert sich so ein Troll eigentlich? Das ist doch total komisch. Wieso mache ich das eigentlich immer über dieses Menü? Ich sollte ab und zu einfach mal so ein paar Hilfssachen nehmen. Die Robe. Vielleicht noch das aufsetzen. Und, was habe ich hier noch? Ich hatte noch irgendwas. Mana regeneriert. Hier, das ist auch schneller. Was? Nimbus wurde im Zauberbuch eingetragen? Und ich muss diese Handschuhe noch anziehen. Hier. Irgendwas steht jetzt im Zauberbuch? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas mit N war es. Mystisches Schwert beschwören. Ich sollte vielleicht mal den Mana-Trank trinken. Es hilft nichts. Regeneriert 4 Mana für 3 Sekunden. Toll. Standard. Mana wird für 60 Sekunden gefestigt. Ja, das hat ja weh gebracht. Na los! Geht doch! Oh! Trolle sind sowas von schlecht zu besiegen. Trollfett. Ich hoffe, da oben in dieser Kiste, das hat sich gelohnt dafür. Ich glaube, ich muss als Magier rumlaufen, weil das ist einfach das Beste, was ich machen kann. Oh, hier, ein Amethyst. Okay, hat sich gelohnt. Der Amethyst hat es schon mal gemacht. Dann 4 Groschen, sogar hier ein bisschen Krustenbrot, roter Apfel und den Rest kann ich eigentlich hier lassen. Und es sind 2 Truhen. Mal sehen, was da drin ist. Eine Axt im Walde, ein paar Einzelteile nehme ich mit, Magiegift und eine Zange. Nee, was haben wir hier drin? Grüner Apfel, Käserad. Na toll. Okay, aber wegen den Amethysten hat es sich eigentlich schon gelohnt. Was ist das da? Sind die hier tatsächlich hingekommen? Bin ich schon da? Ja.
Mensch! Also der Zauber ist echt gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so gut sein kann. Hier haben anscheinend mal... Haben die hier mal früher gelebt? Es scheint schon fast so. Ruine von Seeheim entdeckt. Hier sind die beiden. Ich will es nicht hören. Verdammt, ich habe genug von deinen Lügen. Aber... Bei Malfas. Ihr... Bitte. Ihr müsst mir helfen. Sie hat vollkommen den Verstand verloren. Es ist der Staub. Sie ist nicht sie selbst. Ich hätte mir denken können, dass ihr nicht ablasst. Aber wisst ihr was? Diesmal nicht. Ich werde mich nie mehr von diesem Miststück eines Bruders herumschubsen lassen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Legt die Waffen weg oder ich muss euch dazu zwingen. Spart euch den Atem, ich werde euch nicht aufhalten, aber ich will, dass es sich für mich rentiert. Ihr wollt euren eigenen Bruder töten, nur wegen eines verdammten Erbes? Warte mal, rhetorisch. Indem ihr ihn umbringt, macht ihr auch nichts besser. Teilt das Geld doch einfach auf und fertig. Nein, nein, das könnt ihr vergessen. Er würde niemals loslassen, bis er hat, was er will. Es endet hier. Dafür werde ich sorgen. Ihr wollt euren eigenen Bruder töten? Nur wegen eines verdammten Erbes? Ihr steht unter Drohung, Sila, und ihr macht einen verdammten großen Fehler. Hier, das will ich mal sagen. Ich scheiße auf das Geld. Ich habe euch erzählt, wie mich dieser Mistkerl behandelt hat, seit die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben. Ihm wäre es doch lieber gewesen, wenn ich gleich mit ihnen verreckt wäre. Scheiße, Verdammte. Ich bin am Ende, das weiß ich doch auch. Aber es ist seine Schuld, verflucht nochmal. Seine, weil er nie für mich da war. Nicht, als wir unsere Eltern verloren haben. Nicht, als ich diesem beschissenen Staub verfallen bin. Nie! Wisst ihr, bevor er euch nach mir geschickt hat, hat er es selbst versucht. Das war das erste Mal, dass ich ihn seit Jahren gesehen habe. Aber nein, natürlich ging es nicht um mich. Es ging um sein verdammtes Geschäft und das Geld, das uns beiden gehört. Versteht ihr? Uns beiden! Ich bin es leid. Ich kann einfach nicht mehr. Oh, oh, oh. Das Wetter passt irgendwie zu dieser Atmosphäre gerade. Ihr geht's nicht gut, ihm geht's nicht gut und so weiter und so fort. Ihr steht unter Drohung, Sila, und ihr macht einen verdammt großen Fehler. Ah ja, so fühlt es sich aber nicht an. Was nimmt man jetzt? Spart euch euch den Atem. Ich werde euch nicht aufhaben, aber ich will, dass es sich für mich rentiert. Ach, wirklich? Na schön. Wie ihr wollt. Siehst du, Milbert? Scheint, als wirst du den Menschen genauso egal, wie sie dir. Ich glaube, das nennt man ausgleichende Gerechtigkeit. Nein. Nein, Sila. Das kannst du nicht tun. Oh, doch. Ich... Alter! Und es ist vorbei. Für immer. Was hat euch Milbert für eure Hilfe versprochen? Ich werde zu unserer Vereinbarung stehen. Groschen, was bietet ihr? Hier. Ich denke, das sollte euch für eure Mühen entschädigen. Jetzt geht. Ich brauche Zeit für mich. Es ist jetzt die Frage, was wäre passiert, wenn ich das jetzt umgekehrt gemacht hätte? 9 Lebensenergie... Warte, das werden wir jetzt gleich mal probieren. Ich werde auf jeden Fall Mana es nehmen. Ist vorbei. Endlich. Es ist vorbei. Endlich. 110 Groschen. Es ist vorbei. Endlich. Ich habe ja zum Glück gespeichert. Ich will mir das jetzt nochmal antun. Aber dieses Mal entscheiden wir uns für die andere Seite. Ich möchte einfach mal wissen, was passiert. Alter, sind das die Eltern? Nee, das sind überall Tote. Bitte, ihr müsst mir helfen. Sie hat vollkommen den Verstand verloren. Es ist der Staub. Sie ist nicht sie selbst. Ich hätte mir denken können, dass ihr nicht ablasst. Nein, nein, das könnt ihr vergessen. Er würde niemals ja. Ich werde das mal kurz alles überspringen. Ich scheiße auf... Scheiße, verdammt.
ist ihr. Aber nein, natürlich. Ich bin es leid. Ich kann einfach nicht mehr. Na, legt die Waffen weg oder ich muss euch dazu zwingen. Das werde ich jetzt mal nehmen. Ach ja? Das werden wir sehen. Das ist echt gut. Hat sie jetzt aufgegeben? Mal gucken, ob das jetzt alles war. Ich will sie ja nicht umbringen. Benötigt einen Schlüssel. Also muss ich das quasi machen? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert. Hier. Glimmerstaub. Käfigschlüssel. Jetzt wollen wir den mal öffnen. Mal sehen, was passiert. Das war etwas viel auf einmal. Der Sonne sei Dank, habt ihr ihren Lügen kein Gehör geschenkt. Sie... Diese verdammte Droga. Sie hat sie zerstört. Stimmt es denn wirklich, dass ihr sie im Dorf zurückgelassen habt? Was? Nein, natürlich nicht. Sie rationalisiert. Wisst ihr, von dem Moment an, als sie das erste Mal geschnupft hat, hat sie begonnen, mich für ihre Misere verantwortlich zu machen. Immer und immer wieder. Es ist einfach leichter, die Schuld in jemand anderem zu suchen, als seinen eigenen Dämonen ins Gesicht zu blicken. Ja, vielleicht hätte ich mehr tun sollen. Aber am Ende des Tages war es ihr Leben, oder? Ja. Ich habe mein Bestes getan, in dieser Welt zu überleben. Aber sie wollte stehen bleiben. Ich schätze, darauf läuft es am Ende heraus. Hinaus stand da. Und nun? Nun bekommt ihr erstmal eure Belohnung. Hier. Ihr könnt den Schlüssel haben. Was noch übrig ist, ist bei weitem nicht genug, um meine Schulden zu decken. Aber ohne euch wäre ich jetzt tot. Tja, und in Anbetracht der Umstände komme ich mir fast albern vor, das zu sagen. Aber ich habe euch noch ein Buch versprochen. Und das sollt ihr haben. Ein Buch? Oh ja, das ist ja super! Nehmen wir mal den Fernkampf. Gut. Hier. Habe ich jetzt nur das Buch gekriegt? Ich glaube ja. Mana, nimm mal dazu. Jetzt entschuldigt mich. Sila hatte den Verstand verloren, aber sie war dennoch meine Schwester. Ich will gebührend von ihr Abschied nehmen. Okay. Also ich sag jetzt mal so. Ah, hier. Was gibt es? Ich sag mal so, ich glaube, diese Entscheidung war richtig. Als diese Entscheidung. Was gibt es? Weil sie wollte den Mord sozusagen machen, an ihm durchführen. Und wir haben das Ganze verhindert. Ich denke mal, diese Reihe war besser. Untote vertreiben. Nehmen wir mal Wohltat. Heilt den zaubernden 6 Punkte die Sekunde. Verschlimmert Arkanistenfieber um... Oh, ist immer blöd. Jetzt haben wir zwar kein Geld gekriegt, aber ich fühle mich irgendwie jetzt besser. Sagen wir es mal so. Die andere Entscheidung wäre halt, man müsste zugucken, wie der andere umgebracht wird. Und so konnten wir verhindern, dass er umgebracht wurde. Und wir haben tatsächlich auch noch ein Lehrbuch bekommen. Und ich finde das Lehrbuch viel wichtiger als das Geld im Moment. Alter! Was hier alles passiert ist, ich kann mir nur vorstellen, dass sie die alle hierher verfrachtet hat und verbrannt hat. Alter! Ich glaube, was anderes wäre hier total falsch gewesen.
Oh, was liegt denn hier? Stahlgroßschwert. 16 Schaden. Rolle der Wohltat. Was haben wir denn hier? Blauer Quarz. Einzelteile, her damit. Kleine Perle. Gesellenbuch Entropie. Jetzt haben wir ein paar Lehrbücher. Ja, ich glaube, das geht hier rüber zu finden. Lehrbuch. Lehrlingsbuch, da, Fernkampf. Jetzt haben wir das auch auf 17 erhöht. Element Zauber kosten 10% weniger. Ach, das ist nicht wahr, ne? Also Ringe haben wir ja auch noch. Das hätte ich vielleicht mal nachgucken müssen. Hier. Schlösserklanken ist 10% einfacher. Also wir haben ja auch noch jede Menge rausgeholt. Ich fand das aber schon krass, dass sie ihn entführt hatte, ne? Wir konnten uns so oder so das Geld da rausnehmen. Das habe ich ja auch schon. Also war das noch nicht mal falsch von mir, dass ich das da rausgenommen habe vorher. Finde ich ja irgendwie cool. Eispranke. So, ich habe jetzt, glaube ich, zwei, ne? Achso, man sollte hier auch hingehen. Eis. Pff. Da, zwei Stück. Jetzt haben wir schon 378. Und wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um. Wir haben ja jetzt eine Quest wieder abgeschlossen. Ah, wir müssen ja sogar noch Windwort suchen. Ach du meine Güte. Jetzt haben wir Wissen über Endere, haben wir schon 14 von 30. Der Schlechter von Ark, haben wir zwei Bücher. Kurmai am Wachturm von Ark, 5 Hammer, Vogeleier, ach, das müssen wir auch noch machen. Bei Tropfenblut nach dem Rechten sehen, das ist irgendwo ganz weit weg gewesen. Wellenzähmen. In Altresanitra-Treffen Eventualitäten, die verschollene Novizen finden. Das wäre auch noch so eine Sache, die wir machen müssen. Homer, Feuerspucker, der das Bogenschießen mit schmutzigen Tritts verbannt. Das Lager auf der Insel im Arkasee suchen. Ich weiß gar nicht, wo ist das denn hier eigentlich? Arkasee. Ist das hier das, der Arkasee? Ich wüsste mal gerne, was da drauf ist. Wir müssten vielleicht mal schwimmen. Weil ich halt neugierig bin, was da drüben auf der Insel ist. Weißt du was? Da gucken wir jetzt mal nach. Obwohl das Wetter einfach beschissen ist. Aber wenn wir schon von oben nass werden, können wir auch von ganz überall nass werden. Ach du Kacke. Ob das eine gute Entscheidung war, da hinzugehen? Da steht wer. Ein Untoter, natürlich, was auch sonst. Wir müssen das irgendwie schaffen, den da so zu vernichten. Natürlich! Jetzt haben sie mich auch noch gesehen. Na los. Er ist tot. Oh. Ach. Getroffen. Hm. Meine Mana regeneriert sich leider nicht so schnell. Ah, der hat natürlich nichts dabei. Na los! Ich sollte mir vielleicht mal schnell das Schwert schnappen. Heia! Alter. Knochenmehl, ich habe ein paar Pfeile gesammelt. Da war doch noch wer.
Ich weiß, da ist noch ein Skelett. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier überhaupt hingehe. Aber es könnte vielleicht nö... Es könnte vielleicht wichtig sein. Da ist ein Skelett, ich seh's. Alter! Beinahe getroffen! Bams! Alter! Das war eine coole Animation. Hier ist sogar ein bisschen Schießpulver und so. Das mit den Kanonen hat irgendwie was. Da kannst du mal sehen, wie die das hier früher mal verteidigt haben. Aber das scheint hier irgendwie so ein Posten zu sein, den die mal aufgegeben haben. Altes... Was stand da? Ich konnte das leider jetzt gerade nicht lesen. Altes Schmugglerversteck. Ach, hier waren mal Schmuggler. Oh mein Gott. Oh, hier, guck mal. Was ist das? Lederschuhe des Elementarismus mitnehmen. Schmugglerschatulle. Was haben wir hier? Erhöht Mana um 7 Punkte. Sofort umlegen. Also, anlegen. Um den Finger. Das müssen wir machen. Ich habe ja gesagt, ich bin ja so eine Art Kampfmagier. Und ich nehme das im Moment sehr ernst. Wie man sieht. Oh, 51 Groschen. So, der hat hier auch wieder ein paar Stahlpfeile. Und das Knochenmehl nehmen wir natürlich mit. Ist da irgendwo ein Eingang? Ich meine, so eine Rieseninsel und dann nur... Da muss doch mehr sein. Das kannst du auch keinem erzählen, dass das hier schon alles war. War das alles? Meistens haben doch Schmuggler dann auf so einer Insel irgendwo eine Höhle. Ich werde mir das mal angucken. Wir schwimmen einfach mal so ein bisschen hier drumrum. Und werden ein bisschen klettern. Hui! Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen, dass hier nichts ist. Komme ich da hoch? Ja, naja, nicht so wirklich. Ich komme da nicht hoch. Wir gucken einfach mal weiter. Es gibt doch hier bestimmt eine Möglichkeit. Oder auch nicht. Es ist immer, wird immer eine Frage bleiben. Und da oben ist auch irgendwas Cooles. Windwurz muss ich suchen. Jetzt bin ich gleich einmal rum, ne? Hm. Ist schon ein bisschen ein komisches Schmugglerversteck. Weil das mal nichts ist, wo eine Höhle hinter ist. Das wundert mich jetzt aber. Schade. Ich dachte wirklich, hier gibt's mehr. Da hinten ist auch noch so ein kaputtes Schiff. Sieht so ein bisschen aus wie die Arche Noah. Wir werden einfach mal dahin gehen, wenn wir schon mal hier sind. Und ich hoffe, das Wetter wird mal besser. Da oben ist auch noch irgendein Tempel. Oh, hier gibt's so viel einfach. Was man sich angucken kann. Du weißt gar nicht, wo du zuerst hingehen sollst.